Halli, hallo, hallöle und willkommen zurück zu Let's Play Tokyo School Life. Arriva und hallo, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen und wie ihr seht, wir sind wieder bei unserer netten Entscheidung, welche Route werden wir jetzt in Angriff nehmen? Ja, eigentlich wissen wir es schon. Ich möchte trotzdem noch ein, zwei Sachen sagen, bevor es losgeht. Und zwar zum einen, es war ja in letzter Zeit immer ein bisschen unterschiedlich, ob ich jetzt nochmal auf Englisch vorgelesen habe oder es gleich auf Deutsch gebracht habe. Je nachdem, wie schwierig mir das Ganze vorkam. Ich will versuchen, das ein bisschen eingängiger zu machen. Also, dass ich entweder nur noch gleich auf Deutsch mache oder eben noch Englisch vorher. Ich versuche es mal jetzt gleich auf Deutsch zu machen. Allerdings kann es sein, dass ich dann vorher trotzdem noch ganz kurz in Ruhe den Satz überfliegen muss. Und ich habe ab jetzt, weil die Routen ich für besonders wichtig halte, werde ich immer versuchen, ich kann nicht garantieren, dass es immer klappt, aber werde ich versuchen, im Vorhinein die meisten Wörter, die ich halt im Englischen jetzt nicht so genau weiß, vorher, vor der Aufnahme schon nachzuschauen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Allerdings weiß ich nicht, ob ich nicht zu wenig gemacht habe. Ich weiß halt immer nicht genau im Vorab, wie weit wir in der Aufnahme kommen werden. Wir nehmen ja drei Parts am Stück auf und da kommt man schon ein ganzes Stück voran in der Regel, sodass ich es halt nicht genau weiß. Aber auf jeden Fall wird sicherlich die Übersetzung jetzt flüssiger und vielleicht auch genauer werden. Hoffe ich doch zumindest. Gibst du, du willst mich einfach nur arbeitslos machen? Nein! Das möchte ich eigentlich nicht. Du hast ja noch genug zu tun und deine netten Kommentare zu geben und ja, ein bisschen zu reflektieren und so weiter. Also keine Bange. Ja. Gut. Bevor wir weiter dumm rumlabern, denke ich mal, es bleibt dabei, dass wir jetzt auf Sakuras Route gehen. Also ich wollte die mittlere Route nehmen. Die mittlere, also diese hier. Nee, direkt in der Mitte da, so, so beim Hals, weißt du? Gut. Nimm Kyoto. Alles klar, das machen wir jetzt. Okay, lass uns nach Kyoto gehen. Es geht gar nicht, dass ich nicht die Hauptstadt von Japan, die frühere Hauptstadt von Japan anschaue. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ja, Kyoto halt, während ich hier bin. Ja. Immer noch nicht sehr flüssig gewesen, aber egal, schauen wir mal weiter. Gucken wir so. Mal schauen. Ich werde mein Bestes tun, um dich herumzuführen. Es gibt außerdem einen Tempel, der der in Beziehung zu Saigo Takamori steht dort. Also freue ich mich, schon darauf. Ich finde ja, Karin könnte ja mal ihre Finger mal runternehmen. Ja. Der wird ja irgendwann mal lahm. Irgendwann schon, vielleicht, ja. Mal gucken. Hey, Sakura hat meine wahren Motive sofort durchschaut. Lass uns eine Pilgerreise zu Anime-Locations machen. Ja. Ja. Nun, die Mehrheit gewinnt. Nichts für ungut. Ja gut, aber bisher die ist ja 2-2, ne? Karin und Aoi haben ja noch gar keine Stimme gegeben. Nee, richtig. Im Grunde haben wir das ja entschieden, ne? Ja, stimmt. Mann, was soll ich machen? Ich bin so aufgeregt. Ich glaube nicht, dass ich heute in der Lage sein werde zu schlafen. Boah, mal schauen. Ich bin sicher, diese Reise wird sehr erinnerungswürdig. Ja, lass uns das ein Ausflug sein, an den wir uns erinnern können. Ja, die drei grinsen bei meiner bei meiner Erklärung. Oh yeah. Dieser Sommer wird speziell werden. Ich kann es einfach fühlen.
Na, mal gucken, ob das so speziell wird. Endlich ist die laute Musik mal weg hier. So, da sind wir wieder bei unserer abendlichen Chat-Unterhaltung. Ja, das ist schon Standard, das muss sein. Jo. Kyoto, hä? Ich kann's nicht abwarten. Du scheinst nicht sehr glücklich darüber zu sein, nach Kyoto zu gehen, Karin. Nein, nein, das ist es nicht. Ich bin nur halt einfach nicht so aufgeregt. Alte Tempel und so ein Zeug sind nicht wirklich meine Sache. Alte Tempel und und solche Sachen, ja, klingen sehr interessant für mich. Ich muss betonen, dass das ja, dass das Essen wundervoll in Kyoto ist. Oh ja, hey, warte, versuchst du mir zu sagen, dass ich nur an Essen interessiert bin? Ja, ich freue mich auch schon darauf, das leckere Essen zu probieren. Also ich meine, Essen ist nichts so Verwerfliches. Essen ist was Gutes. Nee, auf jeden Fall, also, ne? Gerade japanisches Essen ist top. Oh, auf jeden Fall. Nun ja, aber denkt ihr nicht, dass das Kyotoer Essen zu elegant und zu teuer ist? Ist es nicht so, als würden Schüler wie wir in der Lage sein, zu erstklassigen traditionellen japanischen Restaurants zu gehen auf einem Ausflug? Boah, war schon genug Geld ausgegeben, also. Ja, was hast du alles gekauft? Die Stoffpuppe? Ja. Nee, warte mal. Ja, mehr oder weniger halt als in diesen Kranautomaten. Die Anime Blu-ray-Disc-Box da. Und wollte nicht in diesen einen Shop da noch was kaufen, wo er vor kurzem noch war? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ah, stimmt, er wollte hier war das eine Manga-Box? Oder so noch vorbestellen, irgendwie so. Irgendwie so was war das noch. Manga, ja, ich glaube. Ja, genau. Okay, machen wir weiter. Oh nein, das ist nicht wahr, Karin-san. Es gibt dort auch ja, Junkfood, also Fastfood-Essen, das du mögen könntest. Ich find's ja geil, wie du ein englisches Essen-Slang-Begriff in was Englisches umgedichtet hast. Aber toll, einfach nur toll. Okay. Ja, gut. Junkfood, Fastfood ist ja dasselbe. Ist dasselbe, ja. Oh ja. Kyoto-Raben ist einzigartig. Ja, wenn es darum geht, wie stark und gehaltvoll die Brühe ist. An einigen populären Ramen-Restaurants ist die Hühnerbrühe so gut geschmort, dass es die Suppe sehr cremig macht. Mach mir nicht Hunger, ey. Ich würde gern einmal im Leben so ein richtiges, originales, echtes japanisches Ramen essen. Ich weiß nicht, hier kriegst du ja nur diese billigen, fleischlosen, Instant-Dinger. Gut, die gibt's in Japan auch, aber so ein richtiges, echtes, frisches, geiles mit Fleisch und richtig deftig, das wäre geil. Ja, dann ab nach Japan. Kommst du mit? Ja, klar. Gut, aber wir verlieren uns in Details. Mal schauen, was jetzt als nächstes passieren wird. Oh ja. Mein Mund wird schon wässrig. Außerdem, wie du weißt, ist das Haus meiner Mutter ein traditionelles japanisches Restaurant in Kyoto. Oh. Passt. Oh, das ist richtig. Wir sollten unsere Lehrer informieren, wenn wir teures Essen essen. Aber vielleicht können wir das unser kleines Geheimnis machen. Nö. Ah, Sakura-chans dunkle Seite. Ja. Okay, tja, jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt freue ich mich auf Kyoto. Yay!
Gut, bitte überlass das einfach mir. Okay. Ja, weiter geht's. こうではないですね。すると、そっちがうまくいかない。Okay. Das ist... ist es nicht. Wenn ich das mache, dann wird das hier nicht richtig sein. Sakura hat einen Berg von Büchern auf dem Tübel gestapelt. Mit einem Notizblock vor ihrem Gesicht und ihr Ausdruck sieht ziemlich, genervt aus. Oder nee, genervt nicht, also sehr, als ob sie halt, ja, ein bisschen genervt wäre. Ja, doch, genervt. Der nervt ist, glaube ich, richtig. Jo. Was ist los? Es ist nicht so, als ob du dir jetzt Stress machen müsstest wegen Lernen. Ah, Benkyou dewa nai no desu. Ich habe den Manga-Konzept nicht verstanden. Dream, ich lerne nicht. Ja, ich kann einfach die Idee für meinen Manga nicht richtig ausarbeiten. Manga? Oh, der Samurai Maiden Dojinji? Ja. Dosenara, Toji no Jidai Haike Urikon de Kaigai no Stenkara Monogatari o Torai Naosoto Mutte Irno desna. Ja, ich denke, ich sollte auch, eine Betrachtungsweise aus der Sicht von Ausländern in die, Betrachtung. Moment, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Ich sollte auch, einen historischen Hintergrund der Zeit einfügen, der von aus der Sicht eines Ausländers. Genau. Oder aus ausländischer Sicht. Ja, ja. Mhm. Aber wow, du denkst ja wirklich sehr tiefsinnig darüber nach. 資料を調べれば調べるほど書きたいことが増えてしまってどうにもまとめきれないのです。Sag mal, ist dieses Knacken, was ich öfter höre, kommt das von dir oder? Ich weiß nicht, kann sein wegen meinem Headset. Einen Moment. Ja. Genau. Sag was, ist es wieder okay? Mal abwarten, das kam ja, jetzt kam wieder was. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, also, sorry Leute, mein Headset ist ein bisschen kaputt. Okay, ja. Wird schon gehen irgendwie. So, ich muss auch mal auf die Zeit achten. Ich sag, wenn es zu schlimm wird, dann sag Bescheid, dann klinge ich mich kurz aus. Ja, ungefähr. Je mehr ich nachforsche, desto mehr Elemente möchte ich in die Story hineinschreiben. Ich kann nicht alles zusammenbringen. Also, ja, editierst du es runter sozusagen oder halt versuchst du es zusammen zu schneiden. Sakura-chan, Natsuyasumi ni haite kara zutto ouchi ni komoripanashi nan janai? Sakura-chan, hast du dich seit den Sommerferien in deinen Raum seit die Sommerferien angefangen haben in deinem Raum eingeschlossen? Jetzt, da sie es erwähnt, ich habe Sakura nicht viel rausgehen sehen. Okay, sie arbeitet nur noch. Oder was? Sie arbeitet halt nur an ihrem Manga, ne? Okay, oder an den. Kann man verstehen. So, ich habe schon wenn ich darüber nachdenke, ich glaube nicht, dass ich das Tomoe-Wohnheim. Dass ich das Tomoe-Wohnheim seit ungefähr einer Woche gar nicht mehr verlassen habe. Das ist nicht aber sehr essen, gut. Du aber brauchst. Essen und Trinken macht das schon, oder? Ich will's hoffen. Du brauchst frische Luft, Mädel. Ach, man kann doch den Kopf einfach aus dem Fenster halten. Lang schon. Natürlich, klar.
Was? Sakura-chan, das ist gar nicht so. Sakura-chan, das ist zu viel. Zuhan de gazai demo shiryou demo nan demo todoku desu yo. Steki na jidai desu yo ne? Ich kann die notwendigen das notwendige Zubehör für die Kunst, das Referenzmaterial oder auch alles andere per Bestellung bekommen. Was für eine wunderbare Zeit, in der wir leben. Oh, Sakura-chan schließt sich ein. Aoi schaut mich erwartungsvoll an. Ja, ich muss zugeben, dass das nicht sehr gesund klingt für Sakura. Ja, vor allem, weil sie sowieso schon gesundheitlich angeschlagen ist. Hm. Richtig. Ja, es ist der Höhepunkt der Sommerzeit. Ich hoffe, wir können das meiste rausholen und alle zusammen irgendwo hingehen. Oh, klingt großartig. Wo willst du denn hingehen? Es gibt Vergnügungspark, Eislaufen, Swimmingpools und mehr. Ich möchte nicht zu heftig herumlaufen. Swimmingpool klingt gut. Zum Bleistift. Ah, ja, Yuenji ni shiyou. Yuenji nara sonna ni hageshiku nai yatsu mo ippai aru shi. Okay, dann lasst uns zum Vergnügungspark gehen. Da gibt es eine Menge Fahrgeschäfte, die nicht wild herum, die nicht allzu wild sich bewegen. Ja, ja, das klingt sehr gut. Und vor allem vernünftig. Oh. Ah, moshimoshi, Kari-chan? Asta off da tte itteta yo ne? Un. So, minna de yuenchi asobi ni iko. Hallo, Karin-chan, du hast frei morgen, nicht wahr? Ja, okay, lass uns alle in einen Vergnügungspark gehen. Anscheinend telefoniert sie gerade, obwohl wir hier kein Handy sehen, aber okay. Visual Novel, halt ein bisschen einfach halt. Da muss man sich ein bisschen vorstellen, ne? Yep. So, aber ich sehe jetzt schon, wahrscheinlich werde ich in den drei Parts, die wir machen, über die... Oh, okay, wir haben doch noch einiges, aber eventuell über die bereits nachgeforschten Wörter hinwegkommen. Mal schauen, egal, dann ist es halt so. Mal schauen, wir gehen zu einem Vergnügungspark. Hurra! Wahrscheinlich sowas wie Hansa Park oder so. Ja, jetzt ist der nächste Tag. Am Morgen gehen wir gemeinsam in Richtung der Station und wir gehen in Richtung der Station, die auf unserem Weg liegt, um den Zug zu dem städtischen Vergnügungspark Shijima anzunehmen. Ich bin schläfrig. Müssen wir wirklich so früh schon rausgehen? Das bist du doch gewohnt, oder? Ich weiß nicht. Asa 1番で入場して日が昇らないうちに回ると体力使わなくて楽なんだよ。Es ist spaßiger und weniger ermüdend, gleich als erstes am Morgen anzukommen und mit dem Herumschauen fertig zu sein, bevor die Sonne runtergeht. Boah, hat man mehr Zeit, ne? Definitiv. Tokios Hitze ist unertragbar. Das ist off-topic, aber die Sommer in Japan sind wirklich hart. Naja, weiß nicht. Ich meine, wir hatten auch schon ein paar harte Sommertage gehabt. Naja, sicherlich. Wenn es nur heiß wäre, dann wäre das ja noch ertragbar. Aber die Luftfeuchtigkeit in Japan ist einfach nur extrem hoch. Mm,
Ja, sie hält deinen Schweiß davon ab zu trocknen, aber dein Körper schwitzt weiter. Und das ist beides irgendwie eklig. Dein Shirt wird total nass und es ist total leicht, zu auszutrocknen halt. Räume mit einer Klimaanlage fühlen sich wirklich wie ein Paradies an. Nun, wie auch immer. 最高階時代、世界のあらゆる地域を植民地として飲み込んでいった西方列強は、とうとうアジア地域への進出も始め。 Während des Zeitalters der Entdeckung haben die westlichen europäischen Mächte andere Regionen in der ganzen Welt sich als Kolonien einverleibt und sind dann langsam in Richtung Asien gegangen. Was hat das jetzt mit unserem Besuch zu tun? Ich habe keine Ahnung. Wie gewöhnlich hat Sakura ihren Notizblock in einer Hand und ist in ihre Gedanken vertieft. Ach so, die macht sich wieder Gedanken wegen dem Manga. Böse, böse. Sakura. Ich nehme den Notizblock aus Sakuras Hand. Jo, nimm es ihr weg. Ja, um deinen Kram da zu editieren, brauchst du eine Ablenkung. Nur für heute. Vergiss einfach mal nur für heute deinen Manga. Aber nur einmal. So, ja. これから遊びに行こうって時に、そんな辛気臭い顔しないでくれる? Ja, wir werden heute Spaß haben. Also hör auf, dieses mürrische Gesicht zu machen. Verstanden? Sakura-chan, Sakura-chan, lass uns heute ganz viel Spaß zusammen haben, okay? Es tut mir leid. Ich war so vertieft darin, was vor mir war. Ich war unhöflich zu euch allen. Unhäuflich. Unhöflich, nicht unhäuflich. Ja, aber das klang gerade so am Anfang ein bisschen witzig. Entschuldigung. Macht nix. Sei nicht so mürrisch, es ist ein Vergnügungspark. Hab also einfach Spaß. Wow. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen sehr häufig mit deinem Geknacke. Kannst du vielleicht mal versuchen, das zu. Mach mal kurz Pause, bitte. Ja. So, da sind wir wieder. Und das geht jetzt weiter. Ich hoffe, es ist nicht mehr ganz so oft. So. Nun, jetzt da du es erwähnst, jetzt da ihr es erwähnt, das ist mein erstes Mal in einem Vergnügungspark. Das wird wohl doch sehr nett werden. Oder sehr reizvoll werden. Ja, hoffen wir es doch mal, ne? Na, auf jeden. Okay, es scheint, dass Sakura endlich damit aufgehört hat, über ihren Manga nachzudenken. Ich hoffe, heute wird es total super. Ja, wir aber nicht. Mal Aber schauen. bei so vielen Mädels muss es doch super werden. Egal, was die zusammen machen. Okay, lass uns Spaß haben. Ja, ich war schon lange nicht mehr an einem Ort wie diesem. Shijiman ist ein Vergnügungspark in der Mitte der Stadt. Innen drinnen oder halt in dem Vergnügungspark ist es der Vergnügungspark ist überschwemmt mit Familien und Paaren. Es gibt einige Gruppen von Schülern wie uns hier und hier und da auch.
Also hier und da gibt es auch einige Gruppen von Schülern wie uns, so rum. Während die anderen beiden sich locker machen oder und entscheiden, wo es losgehen soll, hat es. Ich muss ja ganz kurz eben, wo ich bin. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Ich bin gerade so ein bisschen aus meinem Dings hier weggekommen. Ganz oben, ich bin total abgerutscht. Okay, während die anderen beiden sich entspannen und versuchen zu entscheiden, wo es losgehen soll oder wo sie anfangen sollen, hat Sakura die Broschüre des Vergnügungsparks in der Hand und zermartert sich ihr Gehirn. Was soll ich machen? Alles sieht so spaßig aus. Ich kann mich nicht entscheiden. Dream, was denkst du? Dürfen wir entscheiden? Ich mag Autoscooter. Also, wenn sie das haben, dann würde ich das gerne versuchen. Nee, ich glaube, in den Routen gibt es gar keine Entscheidung mehr. Da nur vorher. Dislike! Dislike. Jetzt muss ich mal fragen, ist Go-Kart und Autoscooter dasselbe oder? Das Autoscooter ist halt in diesen Kreis Ding, wo man halt mit diesen elektronischen Dingen rumfahren kann. Und Go-Kart ist halt wirklich so eine, wie so eine große Rennstrecke. Und die Dinge sind halt nicht so mit so einem Elektro-Dingens versehen, sondern du kannst halt wirklich richtig mit dem Motor rumfahren, weißt du? Okay, das dann habe ich es doch falsch. Autorennen in klein. Habe ich es doch falsch, aber egal. Gut, dann, also jetzt also Go-Kart nicht auf. Kart. Ah, Sie haben einen Go-Kart-Kurs. Das sieht spaßig aus. Sakura macht ein Häkchen, in der Broschüre. Okay. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Go-Kart fahren ist richtig, richtig geil. sie nimmt es immer noch nicht leicht. Sakura, magst du es den leckersten Teil deines Essens zuerst zu essen oder es zum Schluss aufzuheben? Hä? Sore wa danzen saisho ni taberu ha desu. Kūfuku no uchi ni saikō no bimi wo kanjitakute. Ich mag es definitiv zuerst essen. Es schmeckt am leckersten, wenn du am hungrigsten bist. Oh ja. Yeah. Also denk doch einfach auf dieselbe Weise darüber. Überleg dir zuerst, wo du am meisten hingehen willst. Und dann überleg dir, was du als nächstes machen willst. Tashikani. Guter Punkt. Darüber den Kopf zu zerbrechen oder sich zu sorgen, ist nur Zeitverschwendung. Benutzt diese Zeit einfach, um mehr Spaß zu haben. So desu ne. Sore nara, watashi, zehi notte mitai Attraktion ga. Das ist wahr. Nun dann, das Fahrgeschäft, was ich, wo ich sofort mitmachen will oder wo ich sofort mit anfangen will, ist... Und jetzt darfst du raten. Go-Kart. Ja, Mensch, die kannst du ruhig auch mal sagen. Doch, nö, nein, Schwarzblende. Sakura. Das sieht nach einer Achterbahn aus. Nandesho. Was ist denn?
ist es in Ordnung für dich, damit zu fahren, in deiner Verfassung? Problem ist nicht. Meine Krankheit ist keine Herzkrankheit. Das ist kein Problem. Meine Krankheit ist keine Herzkrankheit. Das ist ja schon mal gut. Gut, aber was es ist, hat sie immer noch nicht gesagt. Oh, ich verstehe. Ja, das, was Sakura am meisten machen wollte, war eine Achterbahn. Grand Avalanche. Diese Monstermaschine, die nach einer Naturkatastrophe benannt worden ist, hat die höchste Höhe von allen, von allen Attraktionen im Park. Halleluja. Avalanche heißt übrigens Lawine, also große Lawine nennt sich das dann. Oh. Als wir auf den Gleisen nach oben fahren, macht das The Ride, ich meine, wie man The Ride immer übersetzen soll, also das die Fahrt oder wie auch immer, knackende Geräusche. Ja, wir steigen höher. Wir steigen immer höher. Ich muss ehrlich sagen, also so die Achterbahn-Sachen sind echt überhaupt nicht meins, also ne. Und wer hätte gedacht, dass das Sakura das ausprobieren will? Ja, also ich nicht. Ja. Ha, wie weit nach oben werden wir denn noch gehen? Der Boden rückt immer mehr und mehr in die Ferne. Das ist ja. Was habe ich das da aufgeschrieben? Terrifying, das ist ja furchteinflößend. Was für eine unglaubliche Sicht, du kannst die ganze Stadt sehen. Natürlich ist das der Tomoe-Schrein zu weit entfernt, allerdings. Ja. Ihm scheint es schon mal etwas unangenehm zu werden. Ha, ich frage mich, wie es sich anfühlen wird, herunterzukommen, also abwärts zu fahren. Ich bin schon so aufgeregt. Ah, in Ordnung, Bastard. Komm und hol's dir. Nein, das heißt, mach dich auf was gefasst. Es gibt ein schepperndes Geräusch. Ja. Wir erreichen den höchsten Punkt. Oh. Der Schrei war so laut, das habe sogar ich gehört. Und geht's abwärts. Oh mein Gott. Also ich mag sowas auch nicht so. Das hat sich so wundervoll angefühlt. Ich kann nicht genug davon von dem Gefühl bekommen, wenn die Schwerkraft deinen Körper loslässt und deine Muskeln sich anspannen. Okay. Was? Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich zu Tode zu erschrecken, um das zu genießen. Sakura ist doch eine ganze Menge härter drauf, als es scheint. Ja, die ist tough, die hat schon einiges erlebt. Ja, und wir haben den Part jetzt wahrlich um 5 Minuten überschritten, weil ich immer auf mein Blatt geguckt habe und nicht auf die Uhr. Okay, dann werden wir an diesem Part, an diesem Punkt jetzt mal aufhören und sehr interessant, sage ich mal, dass Sakura jetzt als erstes Achterbahn machen wollte, sich dann auch so drüber freut, hätte ich jetzt auch nicht gedacht oder hätte man nicht gedacht.
Aber schauen wir mal, was noch so passiert, ja, auf diesem netten Vergnügungspark. Und ja, bis dahin sage ich erstmal ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tokyo School Life. Ja, und eure abschließenden Worte jetzt natürlich wie immer von unserem Lauerer im Hintergrund, dem Lurker. Oh ja. Ja, bleibt dran, das nächste Mal wird wieder richtig spannend. Noch haben wir die alle Aggressionen in diesem schönen Vergnügungspark erkundet. Aber nächstes Mal werden alle drankommen.